1 Euro kriegst du einen reservierten Sitzplatz für ein DFB-Pokalspiel. Aber nur vor dem Stadion. Doch was erlebt man, wenn man 15 Euro, 42, 129 oder 570 Euro für ein Ticket ausgibt? Um das herauszufinden, starte ich meine Reise in Würzburg, wo die Kickers gegen TSG Hoffenheim spielen. Für mein Ticket habe ich 15 Euro gezahlt und die Sitze im Stadion, naja, wie soll ich sagen? Es gibt keine. Aber das Geile ist, mit einem Stehplatz kannst du stehen, wo du willst. Ich kann hier stehen oder hier. Also hier darf ich nicht stehen? Ja. Über den Blick auf das Spielfeld konnte ich mich für diesen Preis nicht beschweren. Ich muss sagen, dass die Würzburg-Fans hier wirklich gut Stimmung machen. Aber mit den Fans vom nächsten Spiel werden die auf keinen Fall mithalten. Von denen habe ich extrem hohe Erwartungen und auch ein bisschen Angst. Weil es nach 90 Minuten immer noch unentschieden stand, ging es in die Verlängerung, wo Würzburg auch direkt in Führung gegangen ist. Kurz vor Schluss konnte Hoffenheim aber noch ausgleichen. Einfach 15 Euro für ein Ticket gezahlt und ich darf sowas erleben. Einfach einen Elfmeter schießen. Und weil die Würzburger Kickers im Gegensatz zu TSG Hoffenheim aus den ersten vier Schützen nur einmal nicht getroffen haben, war das sogar der entscheidende Elfmeter. Hoffenheim ist weiter. Genauso wie Hoffenheim weiter ist, sehe ich jetzt weiter. Omezuelo hat vor diesem Stadionbesuch die größte Angst. Und warum? Ist relativ simpel erklärt. Im Rudolf-Habig-Stadion trägt Dynamo Dresden ihre Heimspiele aus und die Ultras von Dynamo gehören deutschlandweit zu den zweitgefährlichsten, weshalb solche Schlagzeilen keine Seltenheit sind. Aus diesem Grund habe ich mir Gedanken gemacht und ich gehe nicht als Omid ins Stadion, sondern als Tobi. Der Übergang wäre cooler gewesen, aber irgendwie hat es so krass geregnet, dass mein Handy ausgegangen ist. Für das Ticket habe ich 42 Euro gezahlt und natürlich kriegt man dafür keinen exklusiven Eingang. Aber das ist nicht schlimm, denn es passt perfekt zu meinem Plan für heute, weil ich auf keinen Fall auffallen will. Und ja, das hat nicht so gut funktioniert. Ich muss einfach so filmen, damit es nicht so auffällig ist, damit die Leute denken, ich telefoniere. Da, wo ich sitze, sind die ganzen Dresden-Fans, also alle Dresden-Fans, also kein Düsseldorf-Fan und kein anderer, der nur so neutraler Fan ist. Alle Dresden-Fans sitzen da und heute war halt alle in Gelb. Und ihr habt ja gesehen, was ich anhatte, ich hatte dieses Deutschland-Ding an. Musste ich halt noch eins kaufen. Dann habe ich es gekauft. Dann ist halt einer gekommen und hat ein Foto mit mir gemacht. Und dann sagen die so, machst du YouTube oder was? Ja. Voll dumm. Ja, einfach ja gesagt. Aber so aus Reflex. Halt so. Ja, aber du machst halt keinen Bock hier, ne? Das weißt du. Okay. Und jetzt bin ich in Dresden und gucke jetzt einfach das Spiel, ohne dass ich mich filme. Ja, ich werde jetzt das Spiel gucken, Digga. Wir sehen uns bei Alternative Nummer 2. Der Schock sitzt noch tief, aber ich habe euch versprochen, dass wir trotzdem zu einem Spiel dieser Preisklasse gehen. Deswegen ist mein Arsch gerade in Offenbach. Denn hier spielt heute Kickers Offenbach gegen die Jungs aus Magdeburg. So sieht das Stadion aus. Für Regionalligisten unnormal stark. Und das ist unser Platz. Ich hatte also diesmal einen Sitzplatz und stabile Beinfreiheit sowie einen optimalen Blick auf das Spielfeld. Die Toilette konnte sich sehen lassen und die Rindswurst für 4,50 war auch lecker. Das sind meine bergischen Löwen. Wir machen einen coolen Übergang. Guck. Ich habe hier im Stadion Niklas kennengelernt, der Idiot. Spielbeginn ist 18 Uhr. Er macht ein Date um 20 Uhr aus. Das heißt, selbst wenn Verlängerung ist und dann kannst du mal Schluss machen. Ja, aber es geht bis ins Stadion, Digga. Und er geht noch ins Kino, erst wenn Kino. Ist nicht erst. Ja, okay, ist erst, aber muss verschieben. Jetzt muss verschieben. Das Spiel lief und ein Fangesang verfolgte mich bis nach Offenbach. Bis zur 30. Minute geschah wirklich nichts, bis dann was Unerwartetes passiert ist. Komm mal, die Magdeburg-Fans schmuggeln Pyro rein. Auch Hoffenbach-Fans schmuggeln Pyro rein. Guck, was die Leute hier reinschmuggeln. Einfach Vita-Welt. Die zweite Halbzeit hat angefangen und es sah so aus, als würde es Niklas nicht pünktlich zu seinem Date schaffen. Nicht gut für Offenbach und auch nicht gut für Niklas. Es gibt ein neues Drama, der liebe Story. Niklas hat kein Netz. 70. Minute, immer noch 1-1. Vor über 16.000 Zuschauern geschah dann die Sensation. Ja!
Denn danach geschah nichts mehr. Und wieder einmal ein Stadionbesuch, was sich komplett gelohnt hat. Ein Außenseiter, der gewonnen hat. Ich bin wirklich gespannt, ob die nächsten Stadien, wo es jetzt ein bisschen teurer wird, mithalten können. Denn beim nächsten Stadion sind wir sogar in einem... So, machen wir schon die nächste Szene? Oder lass mich doch wenigstens aus. Für das nächste Spiel sind wir in Berlin, aber nicht bei der Hertha, nicht bei Union und auch nicht bei Delay, sondern bei Viktoria Berlin. Und viel wichtiger ist noch, dass wir gerade im falschen Stadion sind. Das ist das Stadion Lichterfelde, wo normalerweise Viktoria Berlin ihre Heimspiele austrägt. Aber dadurch, dass es ein Pokalspiel ist und da mehr Leute hinwollen, sind sie umgezogen in ein anderes Stadion für ein Spiel. Und das weiß ich genau seit 2 Minuten. Das heißt, ich stehe am falschen Stadion. Ja, gibt Geileres. Was ich aber auch nicht wusste, ist, dass ich nicht der Einzige bin, der falsch war. Also wird's nicht zum Spiel, ne? Doch, doch, ich bin zum Spiel. Ja, aber die spielen nicht hier, Bruder. Stadion ist hier vorne? Irgendwie ein anderer Sportplatz. Aber ich habe gerade einen Uber bestellt. Wenn du willst, kannst du mitfahren. Ich habe einen neuen Freund gefunden. Wie heißt du? Halil. Halil? Halil. Halil. Genau. Halil ist auch falsch. Ich bin auch falsch, ja. Wir gehen da zusammen zum Stadion. Dafür hat sich schon gelohnt. Einfach nur für einen Follow. Klick drauf, klick drauf. Ja, hast du schon? Ja, ich deabonnieren? Warum deabonnieren? Da sage ich, ich bin ein cooler Typ. Das ist jetzt auch ein Zeichen an jeden Einzelnen, der bis jetzt geschaut hat und noch kein Abo dagelassen hat. Okay, wir sind angekommen am richtigen Stadion, Halle. Das Ticket ist diesmal ein VIP-Ticket, wofür ich 129 Euro gezahlt habe. Wie viele Leute hier noch sind, Digga, die noch reingehen müssen. Also exklusiver VIP-Eingang sieht anders aus. Okay, wir meckern jetzt einfach mal so richtig auf VIP-Niveau. Ich komm rein, muss jetzt nochmal auf die komplett andere Seite laufen, während das Spiel schon gestartet hat. Und es steht 1-0 für Viktoria. Oder? 1-0 für Viktoria. Okay, nach 10 Minuten ist man beim Spiel und auch im VIP-Bereich angekommen. Hier ist das Buffet. Aber man muss auch sagen, ich bin 10 Minuten zu spät, weil ich am falschen Stadion war und wir hatten wahrscheinlich davor irgendwas Besseres zu essen, aber das sieht auch nicht mal schlecht aus. Das Highlight war aber ein eigener Grillstand, wo man Putensteaks und Bratwürste holen konnte. Putensteak, Brot, boah, mindestens 9 von 10. Aber das Spiel, Bruder, ist schon weit weg. Auf Kamera kommt es ein bisschen näher rüber, aber im Vergleich zum Würzburg-Spiel zum Beispiel ist schon sehr weit weg. Doch das war nicht das Einzige, worüber ich mich beschweren konnte. Ich glaube, das ist das hässlichste Stadion, wo ich jemals gewesen bin. Warum haben die Sitze so komische Farben? Warum ist das so weit weg? Warum habe ich keinen Sitzplatz? Ich glaube, ich habe einen, aber es ist gerade hier entspannter zu sitzen. Und das passt gerade zum Meckern. Das Ding hier trägt jetzt nicht wirklich zur Schönheit mit dazu. 1-1. 1-1 gefilmt. Yes, ich hab's drauf. Die 129 Euro Sitze. Wird einfach gescannt, Bruder. Falls ihr euch fragt, wie die Toilettensituation ist. So. 2 Einzeltoiletten gibt es. Das war übrigens der gesamte VIP-Bereich. 2 Toiletten, ein Buffet, Grillstand und verschimmelte Sitze. Ganz schwierig. Wirklich ganz schwierig. Ich glaube, so krass, dass dieses 570-Euro-Ticket, was ich da geholt habe, einfach nochmal alles auseinanderreißt. Weil wenn nicht, dann ist es einfach maximales Zeichen dafür, dass man einfach zwischen 15 und 50 Euro ein Ticket holen soll und der Rest einfach kompletter Quatsch ist. Nach der Halbzeit konnte Augsburg noch das Spiel drehen und gewann mit 4-1. Ich weiß ganz genau, was ich brauche. Ich brauche den Smilodog Summer Sale. Denn beim Smilodog Summer Sale habt ihr aktuell die perfekte Gelegenheit, euch für den Sommer und Herbst mit qualitativ hochwertigen Klamotten auszustatten. Und dabei könnt ihr noch unschlagbare Rabatte einschrauben. Das T-Shirt und die Shorts, die ich gerade trage, bieten zum Beispiel einen optimalen Fit sowie maximale Bewegungsfreiheit und haben noch coole Details. Und wenn es am Abend mal ein bisschen frischer wird, könnt ihr euch dieses Sweatshirt und diese Jogginghose zulegen. Denn durch die perfekt abgestimmte Materialmischung und Verarbeitung sind diese Pieces perfekt für euren Alltag geeignet. Und mit meinem Code OMIT40 bekommt ihr 40% Rabatt. Und weil im Shop eh schon alles vorreduziert ist, könnt ihr bis zu 60% sparen. Verpasst auf keinen Fall die 20-Euro-Deals. Danach kriegt ihr Hoodies, Shorts und Jogginghosen für 20 Euro. Ihr erhaltet bei einem Mindestbestellwert von 90 Euro sogar Gratisartikel wie die beliebte 2,2 Liter Smilodogs Trinkflasche. Mit meinem Link kommt ihr direkt zum Shop, also schaut auf jeden Fall vorbei und viel Spaß beim Einkaufen. Wir sind endlich beim Highlight des Videos angekommen, nämlich den 570-Euro-Ticket. Und was man alles für diesen Preis bekommt, das zeige ich euch jetzt. Wir hatten einen exklusiven Eingang durch eine Drehtür. Das Besondere am heutigen Spiel ist, dass wir keinen normalen VIP-Zugang haben, sondern eine extra Loge. Genau hier sind wir. Wir werfen jetzt gemeinsam das erste Mal einen Blick in die Loge. Wow, oh mein Gott, geil! Loge, Loge! Oh mein Gott! Und ich gebe euch jetzt mal eine kleine Tour von allen Sachen, die wir hier haben. Wir haben eine eigene Küche mit fließendem Wasser. Dann noch einen eigenen
Kühlschrank mit Getränken für übermorgen. Ich weiß gar nicht, warum ich gesagt habe, bis übermorgen. Ich meinte das eher metaphorisch im Sinne von, dass wir genug Getränke haben für die nächsten Tage, aber übermorgen ist nichts. Eine eigene Mülltonne, ein Regal voll mit Gläsern, Bechern und Tellern, noch mehr Gläser, eine eigene Kaffeemaschine, eine eigene Garderobe und ein Personal Security für die eigene Lounge. Außerdem gibt es hier noch einen eigenen Fernseher, ein Bild von der Zweitligamannschaft von FC Ingolstadt und einen eigenen Tisch. Und jetzt die View auf das Spiel. Oh mein Gott, Bruder. Die Sitze hier im Ingolstadt-Stadion sind auch maximal gepolstert. Und das waren natürlich mit Abstand die besten Sitze, die ich auf meiner Reise hatte. Also ich weiß nicht, ob das auf Kamera rüberkommt, aber die ist einfach fast genauso groß wie mein Studentenapartment. Aber halt auch doppelt so teuer. Ich habe aber nur ein kleines Problem, Adi. Ich habe für diese Loge 570 Euro gezahlt und ich will das Geld wieder reinholen. Du weißt, wo wir hingehen müssen, oder? Ja, ja. Gehen wir hin? Und hier war der Plan eigentlich mit Mali zum Buffet zu gehen, um mein Geld wieder reinzuholen. Aber gebt euch mal bitte dieses tote Buffet, Bruder. Ich schwöre, bei Victoria Berlin gab es besseres Essen. Ich bin zum ersten Mal in so einer Lounge und ich dachte, Buffet, alles krass, VIP. Ich habe zwei Sachen zur Auswahl. Und vor allem noch was, Leberkäse und Käseschmätzle. Game over, Bro. Okay, ich gehe mal ganz kurz runter, weil ich eine kleine Story gemacht habe, ob noch einer von euch Soldaten kommen will, weil noch zwei Tickets zur Verfügung sind. Und die gehe ich jetzt mal ganz kurz abholen und schick dir mit rein. Was geht, Jungs? Was geht? Was ein Logenessen, Digga. Kartoffelsalat mit Wurst und Käsespätzle. Nach Anschluss übernahm Kaiserslautern nicht nur wegen dem Tor das Ingolstadt-Stadion. Digga, man denkt einfach Lautern hat Heimspiel. Lassen die Lautern-Fans, lassen die Ingolstadt-Fans. Während das Spiel lief, versuchte ich diese eine Frage zu beantworten. Warum zahlt man 570 Euro für ein Ticket, wenn man dasselbe Spiel für 14 Euro gucken kann? Und wenn man jetzt zurückblickt, merkt man, dass ich recht mit dieser Aussage hier hatte. Dann ist es einfach maximales Zeichen dafür, dass man einfach zwischen 15 und 50 Euro ein Ticket holen soll und der Rest einfach kompletter Quatsch ist.